Mubarak insisted to tell everyone in Europe and in the United States that we don't need democracy, you don't understand our culture. And we gave him a lesson. The ruling power in Egypt is the army. The army promised that it will delegate his powers to an elected government within 6 months. Okay? And we have the people. But people, as I told you, they are not strongly organized in political parties or trade unions. All of these bodies were destroyed by Mubarak regimes and his anti-democratic laws. So we still have these two powers eventually, the army, and his movement in a way is limited by what he expects from these masses. He is afraid also of not satisfying their demands. And now we have to wait. It's still, this is what I meant by second wall. The second wall is to destroy the anti-democratic laws and regulations made by the regime, and we need time to do so. We need to rebuild our trade unions. We need time to rebuild real political parties and political movements and even non-governmental organizations. So this should be built within the next months. And this is what we try to do, to make a balance between the movement of masses and the ruling power, which is the army. The army is part of the Egyptian state. It's not our enemy, but maybe some people there try to be our enemies. You got what I mean. So I hope that they are not our enemies. They really are looking forward to getting Egypt to a further step of development and democracy and economical development. So we fight for democracy, and we think it is the only guarantee that we reach also social justice. The regime was a kleptocratic regime. It's mafia, it's real mafia, which is just skimming the resources of Egypt, selling these resources for very low price, selling also the political power of Egypt for the United States and for the Israeli for very low price, you know, as a thief. You know, a thief, if he steals computer which cost 1,000 euro, he will sell it for 100 euro. So this is what Mubarak's regime did. He sold our resources with very low price because no one checked what he's doing, because he didn't let anyone to control the resources of the country. In this stage, we are not talking about socialist revolution in Egypt. We need international socialist revolution, okay? The revolutions now in Arab countries could be the introduction to social revolution in the whole world. I mean, this is, I'm sure that what's happening now in the Arab country is really, after a while, should lead to great changes in the whole world, not only in the Arab country. So now, for the moment, how can we achieve social justice and we solve the problem of poverty and wealth? We try to do this through democracy and trying to control our resources and use it in a better way. For instance, the Egyptian government or the Egyptian state is not that poor. We have direct income coming from the Suez Canal. We have direct income coming from gas and petroleum oil. We have also good development of tourism, like we get money from the pyramids. So these resources, if they had good administration, okay,
and the people who are reading the economy controlled by democratic movement and by I mean should be revised what they do. This can solve in a way the problem of poverty in Egypt. And also when you have a different administration, less corruptive, I don't talk about 100% honest, even just much less corruptive, this will lead also to some economical changes in Egypt. Ich fange mal mit der Frage, was jetzt und wie weiter an, weil das ist wohl wichtiger als was in der Vergangenheit passiert ist und die Erinnerungen, die wir haben. Also, ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Situation ist jetzt folgende. Es gab eine Revolution und sehr viel wurde verändert. Das Parlament von Mubarak ist abgetreten, die Regierung ist abgetreten, Mubarak selbst ist abgetreten oder abgetreten worden. Aber es gibt natürlich viel zu tun und die Grundsituation ist, dass die Massen nicht organisiert sind. Also nicht in dem Sinne organisiert sind, dass sie jetzt sich eine Führung wählen könnten. Es gab sozusagen eine Führung der Revolution, aber die wurde nicht quasi durch ein Politbüro zusammen dargestellt, sondern eigentlich durch eine Idee. Und was natürlich auch interessant ist, es gab ja diese Idee der arabischen Ausnahme, diese Idee, dass also die arabischen Bevölkerung nicht für Demokratie bereit sein könnten, dass sie nur qua Diktatur irgendwie gemanagt werden könnten. Und wir haben Mubarak und seinem ganzen Kabinett und dem Vizepräsidenten gezeigt, dass das nicht stimmte, dass wir Demokratie wollten. Das war sozusagen die Idee, die Massen sozusagen geführt hat. Aber sie sind eben nicht im klassischen Sinne organisiert. Es gibt jetzt in Ägypten eigentlich zwei Kräfte. Eine Kraft ist die Armee. Wie schon vorher gesagt, die hat versprochen, in 6 Monaten die Macht an eine demokratisch gewählte Regierung abzugeben. Die zweite Macht ist das Volk. Das ist aber eben nicht sehr organisiert, weil in den Jahrzehnten der Repression das Regime die Organisation der Massen zerstört hat, also Parteien, Gewerkschaften etc. etc. Wobei man auch dazu sagen muss, dass auch das relativ unorganisierte Volk schon die Bewegungsfreiheit von Mubarak immer eingeschränkt hat, weil ja sozusagen er sich auch mit den Wünschen dieser Massen auseinandersetzen musste. Okay, aber sozusagen, es gibt also jetzt diese zwei Kräfte, es gibt die Armee und das Volk und um die zweite Mauer zu zerbrechen, wir haben ja vorhin von der ersten Mauer gesprochen, die von der Revolution zerbrochen wurde, um die zweite Mauer zu zerbrechen, müssen wir jetzt auch die repressiven Gesetze zerstören, die den Apparat stabilisiert haben. Wir brauchen, um das zu tun, brauchen wir aber auch Zeit, um soziale Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und so weiter aufzubauen. Das heißt, wir müssen in den nächsten 6 Monaten daran arbeiten, dass eine Balance besteht zwischen diesen zwei zentralen Kräften, die es momentan in der ägyptischen Gesellschaft gibt. Die Armee, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist natürlich Teil des Staates. Das heißt aber nicht, dass sie der Gegner der Revolution ist. Es mag einige Leute in der Armee geben, die eventuell zu Gegner der Revolution werden wollen. Aber zentrale Teile sind mit Sicherheit daran interessiert, Ägypten auf eine höhere politische und ökonomische Entwicklungsstufe mitzubringen. Zur Frage soziale Gerechtigkeit, das war eine der Fragen, die Celia angesprochen hat. Der zentrale Weg zur sozialen Gerechtigkeit ist für uns erstmal letzte Demokratie, denn wir brauchen Demokratie, um die Repräsentantinnen und Repräsentanten, um die Regierung besser kontrollieren zu können, um zum Beispiel die Frage kontrollieren zu können, wie werden Ressourcen genutzt und verteilt. Das Mubarak-Regime war ein kleptokratisches Mafia-Regime. Er hat eigentlich die Ressourcen des Landes geplündert und billig weiterverkauft. Also das ist ungefähr so, wie wenn ein Dieb einen Computer für 1.000 Euro stiehlt, vertickt er ihn dann irgendwo anders für 100 Euro. Und ganz genau so hat es eben das Mubarak-Regime und seine Clique gemacht. Was ist also jetzt unser Weg zur sozialen Gerechtigkeit? Es ist erstmal in Ägypten ganz klar, es ist keine sozialistische Revolution.
Man braucht natürlich eine internationale sozialistische Revolution, und ich glaube auch, dass was jetzt in Ägypten und in Nordafrika passiert und in Arabien wird mittelfristig auch einen ziemlich starken globalen Effekt haben. Aber zuerst mal jetzt in Ägypten haben wir keine sozialistische Revolution. Das heißt, unser Weg zur sozialen Gerechtigkeit ist erstmal, wie gesagt, durch die Demokratie. Und dann können wir nämlich auch zeigen, wie wir das sozusagen zentrale Armut-Reichtum-Problem, das Silja besprochen hat, lösen können. Interessanterweise ist der ägyptische Staat nämlich gar nicht so arm. Wir haben den Suezkanal, wir haben Öl- und Gasressourcen und wir haben natürlich den Tourismus. Es kommt immer wieder ordentlich Kohle über die Pyramiden rein. Und wenn diese Ressourcen besser und demokratisch gemanagt werden, dann können wir, wenn es sozusagen eine andere Regierung, ein anderes Regime gibt, auch das Armutsproblem lösen. Und das würde sozusagen auch zu nachhaltigen ökonomischen Veränderungen führen. Also, momentan ist es so, der erste Teil der Revolution ist fertig. Der zweite Teil der Revolution muss jetzt erstmal angegangen werden. Aber der Motor der Veränderung, der Motor, der auch diesen zweiten Teil der Revolution vorantreiben wird, ist wie genau wie beim ersten Teil eben, sind die Massen, ist die kreative Kraft der Massen.